Wir leben jetzt. Wenn wir jetzt alles einigermaßen gut machen, sodass es uns gut geht, ja, dann kann die Zukunft kommen. Wir leben aber gar nicht in der Gegenwart. Wir leben ständig in Gedanken, weil wir so gestresst sind in der Zukunft. Damit wird uns auch Angst gemacht. Das ist eben ein großes Kapitel auch. Der Untertitel des Films ist auch Angst oder Liebe, und das sind die zwei Möglichkeiten. Alphabet zeigt auch Orte, wo Angst keinen Zutritt hat. Sich vertiefen, voller Hingabe, ohne Angst vor Vergleichen, das können Kinder und Erwachsene im sogenannten Malort von Arno Stern, Pädagoge und Experte der UNESCO. Kinder, so Stern, brauchen keine Anleitung, um ihre Fähigkeiten zu entfalten. Es bedarf lediglich der dienenden Begleitung. Sein eigener Sohn war nie in einer Schule. André Stern spricht 5 Sprachen, seine liebste ist Latein. Er arbeitet als Musiker, Gitarrenbaumeister und Informatiker. Lernen war in meinem Alltag etwas, das nebenbei entstanden ist. Ich habe meine Eisenbahn auseinandergenommen. Ich wollte wissen, wie ein Elektromagnet funktioniert. Und in Mamas Lexikon waren Angaben. Ich musste da lesen. Das hat dazu beigetragen, dass ich mit dem Lesen vorwärts gemacht habe. Ist das nicht utopisch? Lernen ohne Zwang? Ich musste nie meine Kenntnisse mit den Kenntnissen anderer vergleichen. Ich wurde nie unter Druck gesetzt. Es wurde nie von mir erwartet, dass ich Dinge lerne, die mich nicht interessieren, die ich nicht brauchen kann in meinem Alltag, mit dem Vorwand, dass wenn ich sie heute nicht gelernt habe, ich sie später nicht lernen kann. Ich habe das genaue Gegenteil erfahren, dass es immer Zeit ist, was Neues zu lernen, wenn man sich dafür interessiert. Wir hier gehen fast ausschließlich von der Hypothese aus, das Kind kommt zur Welt und ist leer. Und jetzt bedarf es unserer Belehrung. Jetzt muss es angefüllt werden mit Wissen. Wir sollten einfach nur die Perspektive wechseln und sollten das Kind anschauen und sollten das, was in dem Kind angelegt ist, was schon alles mitgebracht ist, zur Entfaltung bringen. Mehr ist es nicht. Der Film Alphabet liefert keine einfachen Antworten. Aber er deutet an, wie es sein könnte, wenn nicht mehr die Angst unser Bildungssystem beherrscht, sondern Zuwendung, Vertrauen und Liebe.